Grüezi miteinander. Mein Name ist Dr. Schierz. Ich bin Chefarzt und Klinikleiter von der Chirurgischen Klinik am Spital Zollikerberg. Und ich bin gebeten worden, von der Spitaldirektion die Einleitung zu machen, kurze Begrüßung. Das mache ich jetzt auch. Ich begrüße. Ja, ist gut. Da hat es eben das Mikrofon. Die hierheim hören es wahrscheinlich besser. Ja, aha. Also, Entschuldigung. Ja, ich begrüße Sie alle zu dem Publikumsanlass. Und zwar Sie hier im Saal. Und wir haben aber auch 60 Anmeldungen online. Also das wird alles jetzt übertragen über Internet. Man kann das auch von zuhause aus verfolgen. Wir können schauen, wie viele da sind. Dann kommen alle noch dazu. Die grosse Teilnehmerzahl spricht dafür, dass das auf Interesse stößt. Vielleicht sind Sie selber von Krampfadern oder Krämpfen betroffen. Oder haben Angehörige, Bekannte im Umkreis. Es ist ein grosses Thema. Mich selber hat das Thema auch in der Weiterbildung, als ich noch jung war, als Assistent beschäftigt. Ich habe ganzen Haufen Krampfadern. Im Fachjargon sagt man Varizen operiert. Man hat mir mal sogar den Varizenkönig gesagt, wie wir so viel haben operieren müssen. Früher haben wir da, als ich noch angefangen habe, mit so grossen Schnitten am Bein gemacht und hat dann die Venen rausgezogen. Und die Schnitte sind dann immer kleiner geworden. Und am Schluss waren es noch kleine Stichli gewesen. Und heute? Heute gibt es eben auch modernere Methoden und genau über das geht es heute. Also wir haben Referentinnen und Referenten, die werden Ihnen erzählen über Krampfadern, worum es die gibt und woher die kommen, was die für Folgen können haben und eben wie man es heutzutage auch behandeln kann. Und allenfalls, falls halt Folgen haben, die Krampfadern, zum Beispiel offene Beine, wie man mit dem kann umgehen kann. Wir haben Frau Dr. Spring. Sie ist Internistin, aber insbesondere Angiologin. Das ist eine Gefäßspezialistin auf Deutsch. Gefäß, das sind Schlagadern, Arterien, aber eben auch die Venen und Lymphgefäße auch, gehört auch dazu. Sie werden es hören, sie hat in Deutschland studiert, ist in die Schweiz gekommen, ist seit 2007 Lehrbeauftragte, auch an der Medizinischen Fakultät an der Uni Zürich. Ist dann 2009 in eine eigene Praxis und hat jetzt seit 3 Jahre etwa die Praxis in Bethanien. Korrigierst du mich, wenn es falsch ist. Und sie wird aber am 1. Oktober, also übermorgen, am Spital Zollikerberg angestellt sein, als Angiologin. Da sind wir sehr froh, weil das haben wir bis jetzt nicht gehabt. Dann das andere ist Simon Rann. Er ist leitender Arzt bei uns in der Chirurgischen Klinik. Er ist Allgemeinchirurg, aber auch Viszeralchirurg. So ein bisschen salopp gesagt, sind das die Weichteile, oder? Viszeral. Aber er ist vor allem der Venenspezialist, der Venenchirurg bei uns am Spital Zollikerberg. Und er ist auch zuständig eben für mögliche Folgen von Krampfadern, offene Beine, offene Wunden. Sie können also einen spannenden Einblick erwarten in das Thema der Kampf mit den Adern oder Kampf mit den Adern. Ein altes Leiden, das ist so. Und modern gibt es eben schon. Ich werde noch ein paar organisatorische Sachen sagen. Also nach dem Referat gibt es auch Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Im Plenum schlage ich einmal vor, dass man Fragen stellt, die vielleicht alle interessiert. Und wenn Sie eine persönliche Frage haben, können Sie das nachher machen. Sie sind nämlich nachher alle auch herzlich eingeladen zum Apero. Zumindest die hier im Saal. Die, die daheim sind, die müssen sich dann halt selber besorgen. ja, dann können Sie sich dort auch eben gegenseitig ein bisschen austauschen. Ich möchte aber, bevor wir jetzt loslegen, weil ich nachher auch wieder weg muss, gerade noch zuerst mich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben. Das zuerst mal bei euch beiden natürlich. Dann vom Marketing, von der Gastronomie, die draußen ist vom Spital und der Stiftung und beim Herrn Biesig, der Technik sicherstellt. So, und jetzt habe ich gerade alles gesagt. Gebe ich das Mikrofon weiter. Bitte schön. Das
Also sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen heute etwas zum Thema Krampfadern referieren darf. Und zwar haben wir jetzt in der Agenda einmal die Einführung, die werde ich machen, dann was sind Krampfadern und ihre Ursachen, wann sollten Krampfadern abgeklärt werden, wie werden Krampfadern abgeklärt und dann wird Ihnen der Herr Dr. Wran sagen, was sind Komplikationen von unbehandelten Krampfadern, wie werden Krampfadern modern behandelt und anschließend haben Sie dann noch Zeit für Fragen. Jetzt haben wir wieder ein Problem mit dem. Also ich möchte damit beginnen, was sind überhaupt Krampfadern? Das Wort Krampfader hat eigentlich mit Krampf überhaupt nichts zu tun, sondern stammt von dem altdeutschen Wort Krummadern. Wie Sie auf dem Bild sehen, sind Krampfadern geschlängelte, erweiterte oberflächige Venen. Und auf dem Bild sehen Sie jetzt definitiv eine Extremvariante. So ist das Gott sei Dank nicht bei jedem Patienten. Nun, die Krampfadern sind in der Bevölkerung sehr weit verbreitet. Bis zu 40% der Menschen haben Krampfadern, leichte Krampfadern. Bis zu 15% haben ausgeprägte Krampfadern. Und 3-5% davon haben eine sogenannte chronisch-venöse Insuffizienz, das heißt eine Venenschwäche mit Beinschwellung und auch mit Hautveränderungen. Und dann wiederum 3-4% in der Bevölkerung haben das sogenannte gefürchtete offene Bein. Damit kann man eigentlich auch schon die Frage beantworten, ob Krampfadern nur ein kosmetisches Problem sind oder ob das auch nicht wirklich eine ernsthafte Erkrankung ist. Ich möchte jetzt kurz auf die Anatomie des Venensystems eingehen, weil ich immer wieder die Frage bekomme, wenn man jetzt an den Krampfadern etwas operiert und die Vene herausnimmt oder mit Wärme verschließt, ob das nicht ein Problem ist, dass das Blut von den Beinen nicht mehr zurück zum Herzen transportiert werden kann. Sie sehen jetzt hier, wir haben ein oberflächiges und ein tiefes Beinvenensystem. Und wenn wir von den Krampfadern reden, dann sind wir immer... Können Sie bitte ein bisschen lauter reden? Ich verstehe nicht. Okay, vielleicht kann man... Okay, kleinen Moment. Sind Sie so gut? Ist jetzt besser? Ja. Jetzt ist gut, okay. Also... Wenn wir von Krampfadern reden, dann reden wir immer vom oberflächlichen System und das oberflächige Venensystem transportiert 10% des Blutes zum Herzen zurück und das tiefe Beinvenensystem transportiert 90% des Blutes zurück und am tiefen Beinvenensystem wird nichts operiert. Das heißt, wir sind immer im oberflächlichen System und wenn man Krampfadern verschließt, entfernt, was auch immer, dann ist es nicht etwas, wo man sich Sorgen machen muss, dass das Blut nicht mehr zurücktransportiert wird zum Herzen. Wir haben an den Beinen einmal eine große Stammvene, die von der Leiste bis nach unten zum Fuß geht und dann die zweite Stammvene, die von der Kniekehle bis zum Boden geht. In diesen Stammvenen hat man bis zu 20 Venenklappen. Bei den Krampfadern ist das Problem, dass diese Venenklappen nicht mehr funktionieren. Und das Problem ist, dass diese Ventilfunktion nicht mehr funktioniert. Wenn Sie laufen, wird durch die Wadenmuskulatur das Blut durch die Venen, durch diese Klappen hochgedrückt und der Rückfluss des Blutes wird nicht gewährleistet, weil die Klappen bei gesunden Venen wieder schließen. Bei den Krampfadern ist es nicht so. Das sehen Sie auf dem zweiten Bild. Da ist es so, dass das Blut in der Regel dann zwischen den offenen Venenklappen hindurchfließt. Das sehen Sie jetzt auf dem Bild besser, auf der linken Seite die gesunden Venen, wo Sie eine gesunde Klappenfunktion sehen. Die Klappen schließen, wenn Sie gehen, es kommt nicht zu einem Rückfluss. Und auf dem zweiten Bild sehen Sie die Krampfader, wo die Vene sehr stark erweitert ist. Die Klappen werden auseinandergezogen und deswegen kann das Blut sozusagen wieder zurückfließen in das Bein.
Nun, wenn man jetzt so einen Rückfluss hat in den Venen, weil die Klappen nicht gut schließen, dann ist es so, dass mit der Zeit entsteht ein venöser Hochdruck. Es kommt zur Schädigung dieser Venenklappen und gefürchtet ist vor allem die Thrombose. Es kann sich ein Gerinnsel ausbilden und dieses Gerinnsel in den Beinvenen kann dann auch weiter dazu führen, dass diese Venenklappen zerstört werden. Was sind jetzt die Ursachen von den Krampfadern? Das Allerwichtigste ist die erbliche Veranlagung. Und da kann man auch nichts machen. Da kann man noch so viel Salben, Creme, Tabletten einnehmen, Rostkastanie, was auch immer. Da kann man leider nichts dagegen tun. Eine andere Ursache ist Übergewicht und mangelnde Bewegung. Dann eine Schwangerschaft kann Krampfadern auslösen. Die bilden sich meistens nach 6 Monaten aber wieder zurück. Und dann die Einnahme der Pille kann auch zu Krampfadern führen, natürlich bei entsprechender Veranlagung. Es ist nicht so, dass die Hormone per se jetzt Krampfadern machen. Und ein Gerinnsel in den tiefen Beinvenen kann auch nachfolgend zu Krampfadern führen. Es stellt sich immer die Frage, wann und ob man diese Krampfadern überhaupt abklären lassen soll. Früher hat man häufig gesagt, dass diese Krampfadern eben harmlos sind, dass sie nur kosmetisch ein Problem sind. Und wenn man sich die Zahlen jetzt anguckt, sieht man doch, dass viele Patienten mit Krampfadern Beschwerden haben. Bis zu 70% haben Schmerzen in den Beinen. Es kommt bei 60% zu Beinschwellungen, schwere Beine, gehäufte Wadenkrämpfe, zu Hautveränderungen und Juckreiz und auch zu schmerzhaften Unterschenkelgeschwüren. Spätestens, wenn man Beschwerden hat, sollte man diese Krampfadern abklären. Häufig ist es so, wenn Sie schon Hautveränderungen haben, dann ist das in der Regel schon fast zu spät, weil diese Hautveränderungen kann man nicht wieder rückgängig machen. Jetzt Beinschwellung. Es ist nicht so, dass jeder Patient mit Krampfadern eine Beinschwellung hat. Und es ist auch nicht so, dass jede Beinschwellung jetzt tatsächlich auch von Krampfadern verursacht wird. Die Beinschwellung hat auch diverse andere Ursachen, wie zum Beispiel eine Herz- oder eine Nierenschwäche, eine Lebererkrankung, tiefe Beinvenenthrombosen, also ein Gerinnsel in den Beinvenen, vor allem einseitig, können zu einer Beinschwellung führen, das sogenannte Lymphödem oder auch Bewegungsmangel und Übergewicht. Wenn Sie sowas an sich feststellen bei Krampfadern, das ist jetzt eine Venenentzündung im Bereich einer Stammvene und das ist für uns immer die absolute Indikation, dass man das weiter abklären muss, weil da besteht die Gefahr, dass die Vene ein Gerinnsel bildet und die weiter in das tiefe Beinvenensystem einwachsen kann. Und das kann dann eben auch zu Gerinnseln in den Lungenvenen, zu sogenannten Lungenembolien führen. Was passiert jetzt, wenn Sie zum Spezialisten gehen, wenn diese Krampfadern abgeklärt werden sollen? Grundsätzlich ist es so, wie eigentlich bei jedem Arzt auch, es wird die Krankheitsgeschichte erhoben, es werden die Beine angeschaut, es wird speziell danach gefragt, ob man schon mal Thrombosen gehabt hat, ob man Venenentzündung gehabt hat, was für Beschwerden vorhanden sind. Die Beine werden angeschaut, häufig auch im Stehen. Es werden auch Herz, Lunge mache ich in der Regel nicht mit. Wenn bestimmte Vorerkrankungen bestehen, dann würde man das auch mit untersuchen. Und das wichtigste Gerät bei der Abklärung für Krampfadern ist der farbkodierte Ultraschall. Man kann heute mit diesen Ultraschallgeräten sehr gut die Klappenfunktion überprüfen. Diese Untersuchung ist völlig schmerzlos. Man hat auch keine Strahlung und gibt uns sehr viel Auskunft darüber, ob man was machen muss und in welcher Höhe die Klappen nicht mehr funktionieren. Ich wäre dann soweit am Ende und würde gerne dem Dr. Brann das Wort weitergeben. Er wird Ihnen etwas zu den Komplikationen und zu der Therapie sagen. Danke. Gut. Wie Sie bereits gehört haben, es ist nicht nur ein kosmetisches Problem. Und ich glaube, das ist etwas, wo man irgendwie aus der Werbung viel zu wenig wahrnimmt. Warum müssen wir überhaupt über Krampfadern wirklich reden? Und das ist eigentlich etwas, ich glaube, die Tragweite von den Erkrankungen, die sie erzeugen können, ist den Leuten viel zu wenig bewusst. Sie sehen links auf dem Dia die Hautveränderungen, die eben typischerweise auftreten können, die Hautveränderungen, die, wenn sie vorhanden sind, eben
zu spät sind zum Behandeln. Man kann die nicht mehr rückgängig machen. Es geht aber noch schlimmer eben weiter, die gefürchteten offenen Beine. Und auch das wird bei uns heutzutage noch viel zu wenig in seiner Tragweite wahrgenommen. Kanada ist dort uns einen Schritt voraus. Man redet dort von einer versteckten Epidemie. Und zwar ist es einfach gerade etwas, was ich mal gefunden habe, was ich eben spannend gefunden habe, weil nur in einem Bezirk von Kanada, Ontario, also wo eigentlich so die Hauptstadt ist und so weiter, nur dort allein erzeugt, dass die Behandlung der offenen Beine 1,5 Billionen kanadische Dollar pro Jahr an Gesundheitskosten. Also etwas, was wir viel zu wenig wahrnehmen, etwas, was wir eigentlich gut könnten verhindern, wenn wir frühzeitig die verursachenden Probleme wahrnehmen und behandeln. Die weitere Komplikation, die Sie bereits gehört haben, die sehr gefürchtet sind, sind eben Thrombose im Bereich der Krampfader, vor allem im Bereich der Stammvenen. Es kann dazu führen, dass die Thrombose, sich eben die Blutgerinnsel, sich eben fortsetzen ins tiefe Venensystem. Sie sehen da beispielhaft bei dem Herr auf dem Stuhl das linke Bein deutlich dicker als das andere, auch leicht bläulich verfärbt. Das ist die akute Situation von dieser Thrombose. Das kann dazu führen, dass die Durchblutung im Verlauf so eingeschränkt ist, dass es, Sie sehen das weitere Bild oben rechts, zu einer, zu einer Erhaltung von der verstärkten Beinschwellung, zu weiteren Hautveränderungen führt, eben auch mit offenen Beinen und bis zu einem elefantendicken Bein so quasi führt, was extrem schwierig wird in der Behandlung. Sind denn Komplikationen häufig? Es ist nicht ganz einfach, dort zu Zahlen zu kommen. Aber tiefe Beinvenenthrombosen sind gefürchtet und sie können bei Patienten, die vorgeschritten von Krampfadern befallen sind, bis zu 40% können das entwickeln. Also man soll die Erkrankung ernst nehmen. Was ist auch noch etwas, wo man sicher wichtigerweise wahrnehmen sollte? Also wenn man sozusagen will, das als ein Zielorgan oder als ein Ziel von dieser Erkrankung bezeichnen, es betrifft unsere Haut. Es führt zu einem Überdruck in dem Venensystem und das betrifft unsere Haut. Also wenn wir uns noch wohlfühlen in unserer Haut, sollte man frühzeitig etwas dagegen unternehmen, um nicht dazu zu führen, dass man ein Problem hat, das zum aus der Haut fahren ist. Die Therapie von der Krampfadern ist eigentlich etwas, wo man könnte sagen, das ist eine personalisierte Medizin, wenn man das moderne Schlagwort will nehmen. Weil was dort ja zuerst mal entscheidend ist, wo man gegenseitig muss abwägen, was man dann macht, ist mal überhaupt, was ist für einen individuellen Befund vorhanden. Dann ist natürlich der allgemeine Zustand des Patienten mit entscheidend. Was will der Patient oder die Patientin überhaupt? Ich meine, man kann immer etwas vorschlagen, aber es muss natürlich auch gewünscht werden, dass man da überhaupt therapiert, dass wir machen nichts ohne Wunsch vom Patienten. Und was hat man in dem Zustand für Möglichkeiten von dem Patienten oder von der Patientin? Was haben wir prinzipiell für Möglichkeiten von der Behandlung von Krampfadern? Also wir haben eigentlich eine sehr breite Palette. Also wir können wirklich maßgeschneiderte Therapien anbieten. Eigentlich etwas, wo man jedem Patienten anbieten sollte, eigentlich in aller Regel vorhanden sein. Ich gehe mal generell zu allen Behandlungsmöglichkeiten, damit Sie alle mal gehört haben und werde Ihnen dann noch genauer erzählen, was man heutzutage eigentlich als den Standard anschaut. Prinzipiell haben wir die konservativen Massnahmen, also wo man gar nichts quasi an Ihnen schneidet oder irgendetwas macht oder eine Intervention durchführt, sondern einfach nur eine Kompressionstherapie ganz klassisch durchführt. Man kann das eigentlich als eine Basistherapie bezeichnen. Auch das, es ist die Verfahren, man könnte sagen, konkurrenzieren sich in einem gewissen Sinn. Darum tut man ja auch heutzutage sehr gut untersuchen, ja, was nützt denn das überhaupt? Und es ist eigentlich sehr gut belegt, dass es eine sehr gute Therapie ist, zu jeder Phase fast. Es gibt nur wenig Einschränkungen diesbezüglich. Es gibt dort so verschiedene Sachen, was für Strümpfe dass man dann nimmt. Das haben Sie vielleicht schon gehört. Es gibt rundgestrickte Kompressionsstrümpfe oder flachgestrickte Kompressionsstrümpfe.
Das sind dann Sachen, da müssen Sie sich auch nicht gross damit beschäftigen. Das sollte Ihnen Ihre Angiologe oder Angiologin dann empfehlen oder jeder Therapeut, der dort die Therapie übernimmt. Was gibt es als weitere Möglichkeiten? Es gibt eben die interventionellen Massnahmen. Wenn man das so will sagen, sind das heute die modernen Massnahmen. Da gibt es zwei Hauptunterscheidungen. Es gibt chemische Verfahren, wo man Stoff in die Venen hineinspritzt, wo zu einer Verstopfung in dem Sinn führt, zu so einer Vene, damit die nicht mehr durchgängig sind, also damit die verschlossen werden. Und das ist das Ziel dieser Therapie. Dann, was heute eigentlich in aller Regel angewendet wird, ist die thermische, also mit Hitze tut man die Venen verschliessen und da führt man Sonden ein. Ich tue Ihnen das dann genauer noch schildern. Wann kann man diese Therapien anwenden? Die Therapien, die mit der Hitze gemacht werden, wo die Sonde eingeführt wird, werden für Stammvenen, also die Hauptvenen, die von dem oberflächlichen Venensystem verwendet, können sehr gut angewendet werden. Man kann sie aber auch für zusätzliche, accessorische Venen, sagen wir denen, sehr gut anwenden und auch für langstreckige Seitenäste. Also, das heisst, man kann es eigentlich für so ziemlich alles anwenden. Wie ist denn der Ablauf von so einer endovenösen Thermoablation? Es ist eigentlich vom Prinzip her relativ simpel. Es ist sehr schonend. Sie sehen die Abfolge auf dem Slide. Auf der linken Seite, man tut eigentlich, bevor man etwas macht, nochmal kontrollieren beim Patienten, bei der Patientin, die dort liegt. Die können entweder schon schlafen, in Narkose, das ist je nach Patientenwunsch, oder noch wach sein. Es wird nochmal mit dem Ultraschall überprüft, bevor man etwas macht. Es wird dann mit dem Ultraschall auch die Höhe festgelegt, also es wird dort mit einem Nadel wird unter Ultraschallkontrolle oder unter Ultraschallsteuerung in das Gefäß hineingestochen. Dann wird dort eben die Sonde, das sehen Sie so am unteren Bildrand, eingeführt. Dann, was dort ein ganz wichtiger Teil ist, man tut Flüssigkeit um das Gefäß auch mit Ultraschallkontrolle einführen ins Gewebe und herum, sodass das schlussendlich fast ein bisschen im Ultraschall wie ein Auge aussieht. Also das, was Sie dort als schwarz-weiß-wolkiges Bild sehen, gerade unterhalb von dem Bild mit der Hand, wo die Nadel hebt, das mit ein bisschen Fantasie erkennt man dort wie ein Auge. Und das sollte eigentlich das Ziel sein, dass man viel Flüssigkeit hat, wo die quasi die Hitze, die in dem Gefäß erzeugt wird, das umliegende Gewebe nicht schädigt. Dann sehen Sie schematisch dargestellt, was dann in dem Gefäß drin passiert. Also das tiefe, das, der dicke Strang, das ist das tiefe Venensystem, das obere, dünnere Gefäß, wo etwas drin ist mit der gelben Markierung, das ist die Sonde, wo die Hitze abgibt und das erzeugt dazu, dass es die Gefäße dann gerade verschließt. Wir wissen ja, wenn man mit Hitze etwas anbratet, das wird sofort, das verändert sich und das passiert natürlich in dem Moment auch. Und das ist das Ziel von dieser Therapie. Als am Ende von dieser Therapie, man sieht eigentlich nichts. Also man sieht von außen eigentlich nichts. Man hat dort ein weißes Kleberli auf dem Stichli, das etwa 2-3 mm gross ist. Und das ist eigentlich schon alles, wenn man nur diese Therapie muss anwenden muss. Also ist sicher ein enormer Fortschritt. Ist es dann völlig ohne Komplikationen? Das gibt es nicht in der Medizin. Es gibt nichts, das ohne Komplikationen ist. Man kann da auch nichts dazu garantieren. Es ist sicher wichtig, dass man weiß, dass das auch dort möglich ist, dass Komplikationen auftreten können. Es gibt auch Komplikationen, die ernst werden können. Ich habe es Ihnen ein bisschen dargestellt auf dem untersten Bild, wo dort eine Art wie ein Fähnchen dort das Roten ist. Das ist ein Areal, wo es übergeht ins tiefe Venensystem. Man kann ein bisschen sagen, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, wie nahe man an das tiefe Venensystem hingehen darf. Man propagiert immer mehr, je näher, je besser. Aber prinzipiell ist dort so in dem Bereich, wo man eine gewisse Vorsicht walten lassen sollte. Weil dort können sich Thrombosen auch bilden durch das Verfahren, wo, wenn man Pech hätte, bis ins tiefe Venensystem gehen und einen Notfall erzeugen. Nichtsdestotrotz, was
als Ziel sollte erkennbar sein, dann in der Ultraschallkontrolle nach der Intervention. Man sollte eine Art wie ein Gutzli sehen, also ein Cookie, also wie ein Luxemburgerli könnte man es beschreiben. Also so eine Schichtung, wo im Zentrum ist die Vene, die eben nicht mehr soll erkennbar sein, sondern wie als ein heller Streifen sollte erkennbar sein. Also das ist das Ziel von dieser Intervention, die man eigentlich gerade nach der Durchführung kontrollieren kann. Das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, dass sich Thrombose bis ins tiefe Venensystem und einen schwerwiegenden Notfall erzeugen, oder erzeugen könnte, das ist zum Glück selten, sehr selten sogar, das ist nicht regelmäßig. Es gibt natürlich auch da regelmäßige Komplikationen. Das ist erhoben in den ersten Wochen nach dieser Intervention. Wenn man Pech hat, könnte man flächige Blutungen auftreten, sprich also ein Bluterguss. Rötungen können auftreten. Gefühlsstörungen können auftreten. Und das ist in aller Regel vor allem am Unterschenkel. Und je tiefer am Unterschenkel, also je näher beim Fuß, umso häufiger. Das wird von den Patienten als meistens ein irritierendes Taubheitsgefühl sein. Ich spüre da nichts mehr in diesem Bereich wahrgenommen. Venenentzündungen. Wir machen natürlich etwas, was zu einer Entzündung führt, als Reaktion auf die Massnahme. Das kann man erleben. Hautverfärbungen, das kann, je schlanker der Patient, umso höher das Risiko. Das sind so wie ein brauner Strang, den man dann auf dem Bein erkennt. Das ist etwas, wo man eine Weile lang, das kann auch als störend empfunden werden. Das gibt sich wieder. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Das ist einfach ein Ausdruck von dem, was wir quasi im Inneren gemacht haben. Wir haben ja Hitze appliziert. Könnte sogar Hitzeschäden, also quasi wie Verbrennung an der Oberfläche sichtbar werden, das sollte eigentlich nicht passieren. Die gute Nachricht ist, nach 3 Monaten ist eben eigentlich so gut wie alles wieder verschwunden. Also es braucht einfach eine gewisse Zeit. Was man aber kann behalten, das sind dann unter Umständen eben vor allem die Gefühlsstörungen. Also das muss man einfach wissen, das tue ich den Patienten ja jeweils mitteilen oder den Patientinnen, dass sie das wissen. Ich glaube, immer wenn man weiss, wovon man sich einlässt, ist das schon mal viel weniger schlimm. Weil dann denkt man, was ist jetzt schiefgegangen oder ist das gefährlich? Und einfach, man muss wissen, dass das passieren kann. Weil die Nerven nahe an den Venen sind, die dort für die Gefühle am Unterschenkel einfach nahe dran sind. Was hat man eigentlich früher gemacht? Das ist, was Ihnen der Chefarzt, Dr. Schiertz, vorher erwähnt hat. Das sind die operativen Verfahren gewesen. Das ist früher eigentlich die einzige Möglichkeit gewesen, etwas anderes zu machen als Kompressionstherapie. Und das ist eben stark konkurrenziert worden durch die, muss man tatsächlich sagen, viel elegantere Methode, durch die interventionelle Behandlung. Früher war es eigentlich das Ziel gewesen, das hat man ganz stark propagiert, alle Gefäße, die dort ist, in der Krosse nennt man das, also sprich in der Leistengegend, alle Gefäße, die dort einmünden, in die Stammvenen abzusetzen, die Stammvenen dann noch auch zuzumachen, zu durchtrennen und dann mit einer speziellen Sonde, die man im Bein durch abgeführt hat, auf der ganzen Länge zu entfernen, sodass man eigentlich quasi eine gesamte Vene, wie Sie es dort auf dem Bild sehen, rechts aus dem Körper rausgeholt wird. Das ist das Verfahren nach Babcock, hat sich das genannt, oder heisst das. Was soll man dann jetzt entscheiden? Wie soll man behandeln? Es gibt heute eine europäische Leitlinie, die einem dort bei einer Entscheidung hilft. Also es ist eigentlich nicht ein entscheidend individuell. Also natürlich ist es schlussendlich mit dem Patienten individuell ein Entscheid, was man macht. Aber der Arzt hat eigentlich eine gute Entscheidungsgrundlage, mit der er kann sagen, also das ist international fundiert, was ich Ihnen kann vorschlagen in Ihrem Fall. Und ganz klar ist es im Vergleich zu früher, es ist eine lange Zeit sehr umstritten worden. Man muss es so vorstellen, dass es ein traditionelles Verfahren gegeben, wo eigentlich gar nie hat müssen überprüft werden, ja, wie gut ist denn das? Und plötzlich kommt ein neues Verfahren, wo ja eigentlich viel eleganter ist. Und das ist also stark miteinander konkurrenziert oder stark miteinander verglichen worden. In der europäischen Leitlinie ist es heutzutage, dass die interventionellen Massnahmen die erste Wahl sind, um den Patienten zu helfen. Das ist breit, wie ich Ihnen erwähnt habe, breit, aber Sie sehen die Liste unten an Untersuchungen, also Studien, die wir gemacht haben, die das eigentlich sehr fundiert abdecken, dass man das kann empfehlen und sollte empfehlen.
Was sind so die Vorteile? Sie sehen auf der Liste unten links, da wäre gegenübergestellt, offen operativ, was man heute immer noch sagt, es ist sehr ein nachhaltiges Verfahren. Was ist der Vorteil von dem Verfahren im Gefäß? Man hat als erstes, man hat nicht den Schnitt in der Liste. Und der Schnitt in der Liste, auch der ist heutzutage, wenn man den mal noch machen müsste, unter bestimmten Bedingungen, viel kleiner geworden im Vergleich zu früher. Also die Chirurgen haben durch das eigentlich profitiert und gelernt. Aber eben, das ist mal, man muss gar keinen machen. Man hat also viel weniger Narben. Man hat ein Verfahren, das im Prinzip schneller durchführbar ist. Man hat eigentlich auch so gut wie nie Wundkomplikationen. Weil was eine gefürchtete Wundkomplikation war vom offenen Verfahren, ist nämlich, dass wir haben ganz viele Lymphbahnen, die in dieser Liste durchlaufen und eigentlich wie der Lymphabfluss vom Bein gewährleistet, das hat können zu so einer Lymphfischle führen, dann hat man wie einen Tennisball plötzlich in der Liste und das ist sehr aufwendig in der Behandlung. Das ist also ein Leidungsproblem und das hat man eigentlich nicht mehr mit den moderneren Verfahren. Was ist ein bisschen der Nachteil von der Endoluminal, also von diesen Verfahren im Gefäß? Man hat ein bisschen häufiger ein Wiederauftreten, das von der Liste ausgeht. Man hat das ja früher ganz intensiv propagiert, eben unter der Chirurgie, wie man das Ganze gesagt muss machen. Also es hat überhaupt keine Gefäßeinmündung mehr dürfen geben. Man ist dort quasi einfach quasi zollt am Verfahren, weil man ja quasi ein bisschen gewisse Einschränkungen, man macht nicht einen Schnitt in der Liste, ein bisschen Einschränkungen, wo man aber muss sagen, gesamthaft ist der Profit aber eben trotzdem da für den Patienten. Ich komme dann später noch ein bisschen mehr darauf zu reden. Und die chemischen Verfahren, das nennt man Schaumsklerosierung oder einfach generell, es ist nicht nur Schaum, es gibt auch andere Verfahren, Sklerosierung heissen die Verfahren. Die sind wahrscheinlich die überlegensten Verfahren. Man tut die nur mit Nägeln durch die Haut reinstechen. Also von der Kosmetik her sind die natürlich von dem her ideal, aber neben all der geringen Invasivität und den eigentlich fehlenden Schmerzen, haben sie erstens eine höhere Rezidivrate, das spricht dort, wo man sicher einen Lernprozess durchlaufen, da sind wir noch nicht am Punkt, dass man das könnte wirklich propagieren und es führt auch zu Hautveränderungen, es führt zu einer Hyperpigmentierung, also es wird plötzlich fleckig die Haut, also dunkel, also Hautverfärbungen, die nicht mehr weggehen, das wird als sehr irritierend empfunden. Ich glaube, das ist einfach mehr ein Ausblick in die Zukunft, was vielleicht noch könnte eine Weiterentwicklung sein könnte.